PC Pool und Grill Challenge, ja, im Jahr 2018. Starten wir aber jetzt gleich mit einer tollen Slackline-Vorführung vom Joni, der heute extra zu uns gekommen ist. Der Grill brutzelt schon fest da hinten. Markus nimmt da fest die Grillzange. Klasse Geschichte. Der Pool, ja, ist auch super warm. Mindestens so wie das Wetter, 32 Grad. In dem Sinne, ich wünsche uns allen einen vollen coolen Nachmittag, ein super geiles Fest und Party on! Party! Party feiern können, Grill ein Pool Challenge 2018 der Firma IMC, das haben wir unter Beweis gestellt. Kurz einmal Frage in die Runde, wie taugt euch das heute? Frage um die Stimmung. Ja. Ja. Ihr wisst, die Firma IMC steht für Regionalität, für Nachhaltigkeit. Deshalb haben wir uns auch überlegt, natürlich Unternehmen aus dem Nahbereich zu nominieren. An erster Stelle meiner Nominierung die Firma Erdloglas aus Weidhofmann, der hipster Filialbetrieb aus Weidhofen rund um den Bernhard Zweckhall. Yeah. Dann springen wir kurz nach Ipsitz. Da gibt es eine wunderbare Bäckerei, Konditorei, Molterer. Fast täglich versorgen mit ihrem 4:30 in der Früh schon mit bestem Gepäck, gescheiten Kaffee dazu. Die haben es verdient, dass sie eine gescheite Abkühlung kriegen. Bäckerei, Konditorei, Molterer als zweites auf der Nominierungsliste. Ja, und last but not least, ein ganz fleißiges Unternehmen aus Weidhofen. Da war der Elektriker heute noch bei uns im Einsatz. Unser Hauselektriker, der Robert. Die Firma Elektro Oberklammer aus Weidhofen wollen wir nominieren. Die Spielregeln für die Grill und Pool Challenge für alle die gleichen. 10 Tage Zeit ab sofort. Die Zeit läuft, entsprechendes Fest einzurichten, auszutragen. Scheiden Pool, der Griller muss rennen, ein kaltes Bier muss geben, das ist so eine Mindestvoraussetzung und eben die Beteiligung für einen guten Zweck, für ein Sozialprojekt, das gehört dazu. Sollte das wieder erwarten nicht gelingen, dann gibt es natürlich ausnahmsweise die Möglichkeit durch eine gescheite Jausen für die ganze Belegschaft. Und ich hab gedacht, das hat das beste Team. Um Schwimmen geht es auch bei den Schwimmtagen in der Volksschule Nipsitz. Wird in der 3. Klasse, und die Sonne kommt jetzt im Herbst, abgehalten. Finde ich eine klasse Geschichte, ist natürlich eine gewisse finanzielle Belastung für die Eltern, die mit einem Beitrag das zu tragen haben. Und darum haben wir gesagt, super Sache, wir wollen das unterstützen und geben an der Stelle 500 Euro für dieses sinnvolle Projekt. Thomas, danke schön, dass ihr bereit seid, mit unserer Spende da Gutes zu tun für die Kinder. Und ich glaube, ja, Schwimmen können kann Leben retten und das ist gut und gescheit. Danke, dass ihr euch sozial dafür engagiert und wir unterstützen das finanziell. Dankeschön.